Das südliche Nachbarsland Österreich ist eine der beliebtesten Auswanderungsdestinationen der Deutschen und Schweizer. Auf der Liste der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen besetzt Österreich sogar den zweiten Rang hinter der Schweiz auf Platz 1 und vor den USA auf Platz 3. Im Jahre 2019 wanderten nämlich fast 12.000 Deutsche in das österreichische Land aus. Und offensichtlich fühlen sich die Deutschen bei den österreichischen Nachbarn wohl. Denn Österreich befindet sich auf Platz 6 der Auswanderungszufriedenheitsliste, die auf dem Verhältnis der Auswanderer mit den Rückwanderern basiert. Kein Wunder also, dass im Jahr 2017 offiziell rund 181.000 Deutsche in Österreich lebten. Das entspricht mehr als der gesamten Einwohnerzahl von Potsdam oder Saarbrücken. Da auch mein Video zum Auswanderungsprozess nach Österreich, das in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt ist, erstaunlich gut ankam, möchte ich die Zeit nutzen, um die 11 größten Vorteile einer Auswanderung nach Österreich aufzuzeigen. Auf Platz 1 haben wir die höhere Lebensqualität. Vor allem die österreichische Hauptstadt und Millionenmetropole Wien ist dafür bekannt, in Lebensqualitätsvergleichen die höchsten Plätze zu besetzen. Nach dem WEF-Lebensqualitätsindex für Städte besetzt Wien den 5. Rang aller Städte weltweit. Doch nicht nur die Stadt Wien, sondern auch Österreich als Land wird in Sachen Lebensqualität stets hoch bewertet. Laut dem Numbeo-Lebensqualitätsindex besetzt Österreich den 4. Rang weltweit. Jedoch muss auch erwähnt werden, dass die Schweiz in beiden Vergleichen noch höher bewertet wird. Auch sind die Vergleiche stets mit Vorsicht zu genießen, da es sehr viele solcher Vergleiche gibt, die verschiedene Faktoren unterschiedlich stark gewichten. Dennoch ist dies ein Indikator dafür, dass es sich in Österreich besser leben lässt als beispielsweise in Deutschland. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass Österreich an Deutschland grenzt. Nicht nur ist es so einfacher, den Kontakt zu Familie, Freunden und Verwandten aufrechtzuerhalten, sondern es besteht auch keine Zeitdifferenz. Wenn du nicht gerade im Norden Deutschlands wohnst, ist es problemlos möglich, für ein Wochenende zurück in die Heimat zu fahren, um Freunde zu besuchen oder von Freunden besucht zu werden. Man braucht etwa 4 Stunden und 20 Minuten, um per Zug oder Auto nach München zu gelangen. Im Falle einer Auswanderung nach Kanada, Neuseeland oder Spanien wirst du nicht in Genuss dieses Pluspunktes kommen. Die geografische Lage Österreichs ist ebenfalls ein Vorteil. Als zentral gelegenes Land in Europa lassen sich unzählige Kulturen in jeder Himmelsrichtung erkundigen. Das Reisen in andere Nationen wird aufgrund der Nähe einfacher. Ob Italien, Slowenien und die Balkanhalbinsel im Süden, Ungarn und die Slowakei im Osten, Tschechien und Deutschland im Norden, oder der Schweiz und Liechtenstein im Westen. Du wirst fast nicht drumherum kommen, diese Länder für dich zu entdecken. Wien ist wirklich super gelegen. Man ist in einer Stunde in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, 3 Stunden in Budapest, der Hauptstadt Ungarns, oder in 4 Stunden in Prag, der Hauptstadt Tschechiens, in Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, und in Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens. Das nächste Plus ist die österreichische Kultur. Ich möchte nicht sagen, dass sie die Deutschlands entspricht, aber es gibt doch gewisse Ähnlichkeiten. Bei einem Auswandern nach Österreich bleibt dir der sogenannte Kulturschock vermutlich erspart. Dennoch wirst du, je nach österreichische Region, in die du auswandern möchtest, deinen kulturellen Rucksack mit den Eigenheiten Österreichs erweitern können. Ein weiterer Vorteil ist die vielseitige Natur Österreichs. Man sollte nicht vergessen, dass Österreich zu den 8 Alpenländern zählt. Die Ostalpen machen satte 62% der gesamten österreichischen Landesfläche aus und öffnen alle Türen für Aktivitäten, die mit den Alpen in Verbindung stehen. Die beeindruckenden österreichischen Alpenregionen laden dich zum Wandern im Sommer oder zum Skifahren im Winter ein. Auch gilt es Gletscher, beispielsweise den Gletscher im Ötztal, zu bestaunen. Im Osten des Landes befindet sich das Wiener Becken, das eine eher flache Region ist. Dort ist auch die Donau aufzufinden, die sich einen Weg durch die österreichische Hauptstadt bahnt. Die deutsche Sprache ist ebenso ein Punkt, der eine Auswanderung erleichtert. Da du dir gerade dieses Video ansiehst und ich davon ausgehe, dass du verstehst, was ich sage, dann spricht das dafür, dass du die deutsche Sprache verstehst. Diese Tatsache erleichtert dir das Finden von neuen Freunden. Bei vielen anderen Auswanderungsdestinationen gilt es, die Sprachhürde zu überwinden, aber in Österreich ist dies nicht der Fall. Natürlich muss auch angemerkt werden, dass es in Österreich viele verschiedene Dialekte gibt. Für was steht Beißel? Für was Seidel? Für was Jausenpackel? Du siehst, die Österreicher haben durchaus ihre Eigenheiten in der Sprache. Und als Auswanderer kann man von dir erwarten, dass du dich mit diesen Wörtern vertraut machst. Beisel steht übrigens für eine Kneipe, Seidel für ein kleines Bier und Jausenpackel für einen mitgebrachten Imbiss für unterwegs. Das österreichische Klima ist ebenso ein Vorteil. Natürlich ist es abhängig von dem Ort, in welchem du dich als Auswanderer niederlassen möchtest. Grundsätzlich gilt es aber anzumerken, dass das österreichische Klima etwas wärmer ist als das deutsche. Dank der Tatsache, dass Österreich im Süden an Deutschland grenzt, sind in beispielsweise Wien Maximaltemperaturen von 26 Grad Celsius im Juli und Tiefstemperaturen von
von -0,8 Grad im Januar zu erwarten. In Berlin liegen diese Werte bei 23,7 Grad und -1,9 Grad. Auch die Steuern, die man in Österreich zu zahlen hat, sind tiefer als in Deutschland. Laut einem Steuervergleich aller OECD-Länder aus dem Jahre 2019 belegt Österreich zwar den 4. Rang der Länder mit den höchsten Steuern, aber damit liegt es immer noch 2 Plätze hinter Deutschland. Bist du ledig und kinderlos, so hast du in Österreich eine Steuerlast von etwa 47,9% zu tragen, während dieser Wert sich in Deutschland auf 49,4% beläuft. Bist du verheiratet und hast du 2 Kinder, so belaufen sich die Abgaben auf 33,7% in Österreich, in Deutschland auf 34,3%. Planst du aber aus der Schweiz nach Österreich auszuwandern, so lohnt sich das, zumindest aus steuerlicher Sicht, nicht. In der Schweiz ist als ledige, kinderlose Person eine Steuerlast von 22,3% und als verheiratete Person mit 2 Kindern von gerade einmal 9,9% zu tragen. Der Steuersatz ist natürlich von etlichen Faktoren abhängig, weshalb ich hier nur Durchschnittswerte angegeben habe. Der letzte Vorteil sind die etwas tieferen Lebenshaltungskosten. Die Lebenshaltungskosten in Wien sind um etwa 3% tiefer als in Berlin, um 11% tiefer als in Frankfurt und um etwa 19% tiefer als in München. Zwar sind auch die Löhne ein klein bisschen tiefer als in Deutschland, aber unter dem Strich und in Betrachtnahme der Tatsache, dass die Steuern auch etwas niedriger sind, bleibt vermutlich, auch wenn es nur ein bisschen ist, mehr Geld am Ende des Monats übrig. Aufgrund der Tatsache, dass die Stadt Wien fast schon ein Monopol auf die Wohnungen in Wien hat und ebenso einer der größten Vermieter Europas ist, werden die Mietpreise künstlich tief gehalten. Deshalb sind die Mietpreise für Wohnungen in Wien, vor allem in Betrachtnahme der Lebensqualität, attraktiv. Das führt aber auch dazu, dass Mieter, die in einer Wohnung der Stadt Wien wohnen, beim Auszug die Wohnung an Freunde und Bekannte weitergeben. So erscheinen diese preiswerten Wohnungen meist erst gar nicht auf dem Markt. Neben den vielen Firmen, die sich in Österreich und vor allem in der Hauptstadt Wien niedergelassen haben, gibt es auch viele internationale Organisationen mit Sitz in Wien. Und zu diesen zählen nicht nur Organisationen der Europäischen Union, beispielsweise der Agentur für Grundrechte, dem Europäischen Kartellverband oder dem Europäischen Nationalitätenkongress, sondern auch Niederlassungen der UNO, beispielsweise der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht oder der Plattform der Vereinigten Nationen für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen. Was es nicht alles gibt. Es könnte sich also lohnen, mal einen Blick in österreichische Jobbörsen zu werfen. Und nun noch einige wissenswerte Fakten zu Österreich. Woher Österreichs Flagge kommt. Die rot-weiß-rote Flagge Österreichs hat eine nicht so schöne Herkunftslegende. Das Rot kommt nämlich vom gegnerischen Blut. Im 11. Jahrhundert soll Herzog Leopold V. in weißer Kleidung in einer Schlacht gekämpft haben, die am Ende von Blut getränkt war. Nur wo sein Schwertgurt den weißen Stoff umfasst hatte, blieb ein weißer Streifen übrig. Der tatsächliche Ursprung der österreichischen Flagge ist allerdings nicht bekannt. Titel machen Leute. Dass in Österreich viel Wert auf Titel gelegt wird, ist ein weit verbreitetes Klischee, das allerdings nicht zu Unrecht kursiert. Jüngere Generationen legen zunehmend weniger Wert darauf, ihren Namen von Titel flankiert zu sehen. Allerdings dürfte man hierzulande nach wie vor sehr titelgläubig sein. Eine sehr bezeichnende Anekdote zum Stellenwert von Titeln in Österreich. Als Gymnasiallehrer einst von Kaiser Franz Josef eine Gehaltserhöhung verlangten, lehnte er das Anliegen ab, gestattete ihnen aber, sich fortan Professor nennen zu dürfen. Damit waren die Herrschaften zufrieden. Nutzung der Fläche. Erstaunlich aber war, das flächenmäßig kleinste Bundesland Wien macht nur rund 0,5% der Fläche Österreichs aus, beheimatet aber 21% der Gesamtbevölkerung des ganzen Landes. 2020 wurden unter den rund 8,9 Millionen Menschen im ganzen Land, nämlich 1,9 Millionen Menschen, in den 23 Bezirken der Bundeshauptstadt gezählt. Witzig ist, dass Platz 2 unter den bevölkerungsstärksten Bundesländern mit 1,68 Millionen Menschen an das flächenmäßig größte Bundesland, also Niederösterreich, geht. Die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt stammt aus Wien und ist keine andere als die Wiener Zeitung. Jene wurde 1703 als Wienerisches Diarium gegründet und beinhaltete einst überregionale und internationale Nachrichten, aber auch Geburts-, Hochzeits- und Todesnachrichten aus dem Adel wie auch aus der Hofberichterstattung. Sie ist zu 100% im Besitz der Republik Österreich. Ebenso wurden die ersten Postkarten aus der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn versendet. Falls du dich für das Auswandern nach Österreich interessierst und du weitere Informationen bezüglich dem Auswandern nach Österreich erhalten möchtest, dann schau dir doch das in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkte Video zum Auswandern nach Österreich an. Danke fürs Zusehen!